So, willkommen bei Berlin und Steve, ihr Lieben. Mein Name ist Steve und wir spielen heute The Sleep Experiments, die Demo für euch. Und dann Schlafanzug an, Nachti-Nachti, ab ins Bett. Und wir starten die Demo. In the year 1940, in a secret laboratory deep within the Soviet Union, a group of ambitious researchers embarked on an experiment that was meant to change the course of history. Their goal was to create invincible soldiers, individuals capable of staying awake and fighting in the most challenging conditions. To achieve this, they devised a dangerous and controversial experiment, subjecting human subjects to extreme sleep deprivation. Many considered the sleep experiment a failure and a cautionary tale about how far science should not go in pursuit of progress. But I believe the experiment was a success, and you will find out why. Alter, ich hab so Leute, die haben eine Stimme, das ist wie so eine warme Decke irgendwie. So, der könnte mir auch gerne alles vorlesen, irgendwie der Typ. Ja, der kann mich auch morgen wecken. Hello, 7 o'clock, wake up. Iggy, Iggy, Wicks and Biggie. It's time to get up! So, okay. Wir starten in einem wunderbar... Ah, könnte ich ja schon wieder... Also, ich weiß nicht. Ich bin gelernter Maler und Lackierer. Ja, arbeite jetzt zwar nicht mehr an dem Job, aber ich hab's gelernt. Und wenn ich das sehe, bei der Tapete... Das ist... Also, das ärgert mich. Das ärgert mich tatsächlich. Ja, da muss man nochmal nacharbeiten. Tut mir leid. Also, das geht so nicht, Freunde. So, wir sind in einem wunderschönen Treppenhaus des Todes. Aber die Gardine hängt an. Wunderschön. So, was haben wir hier? Ein Sprengsatz? Explosive. So, wenn ich... Wir haben nichts. Poltergeist, grüß dich. Hi. Setzt sich natürlich in unsere Mitte und taucht ein kaltes... Hallo. Hi, Poltergeist. So, okay, dann schauen wir mal. Door's locked. Okay, wir müssen anscheinend irgendwo die Kombination herbekommen. Door's locked. Leute, solltet ihr jemals irgendwo anklopfen? Nicht so. Nicht so. So, okay, hier ist alle zu. Schön. Und jetzt wünsche ich, hätte vielleicht ein bisschen softer angeklopft. Weil wir haben jetzt die Wahl. Entweder ist der Eigentümer angepisst. Zu Recht. Oder ein Irrer. Das ist jetzt besser. Hm. So, da liegt schon in einer stabilen Seitenlage. Wunderbar, wunderschön. So, das Handtuch habe ich auch. So, hallo, geht's dir gut? Oh, 9210, alles klar. Junge! Oh, ist das fies, der Sound kommt von hier. Oh. So, okay, wir haben die Kombi... Also ich hab Momente, ich hab eine schlechte Orientierung, aber sind wir nicht von hier gekommen? War hier nicht ein Treppenhaus? Ach, jetzt sind die Türen offen, schön. Also inneneinrichtungstechnisch muss ich sagen, haben sie es auf Tasche. Haben sie es wirklich auf Tasche. Sieht toll aus. Fies hab ich, hey, grüß dich. Hi. Hallo? So, da wo so diabolisch rot leuchtet, würde ich jetzt mal kurz gucken gehen. Das ist aber ein schönes Familienbild. Okay. Who plays the piano? Hallo? Bitte bei Zimmerlautstärke, wir haben es 20.30 Uhr. Die Nachbarn beschweren sich wieder.
Ah, okay, alles klar. Und jetzt grauen immer mehr Gesichter aus. Okay, alles klar. Was sind das? Wer bewegt sich denn da? Ah, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ah, schön. Einfach nur eine Peak-Karte. Und damit haben wir Nummer 3. Und jetzt müssten wir bloß noch scheinbar das kleine Mädchen irgendwie finden. Ja, wie immer dem Weinen nach. Oh je, okay. Ein Schrank. Carla. Okay. Oh. Gut, gut, gut. Jetzt mal ohne Scheiß, irgendwie in diesen Horrorspielen sehen diese Kuscheltiere jedes Mal so widerlich aus, ey. Also das ist doch... Damit spielt doch kein Kind. Da kann man doch die rote kifften Augen, Alter. Da kann man doch bloß Albträume kriegen, Mann. Oh, hat aber auch noch nicht funktioniert. Ist noch nicht ausgegraut. Von Carla. Können wir jetzt trotzdem schon raus? Ach, wir haben unser Treppenhaus wieder. Das ist ja wunderbar. Okay. Mach's gut, liebe Familie. So, jetzt können wir mal probieren. 90, 210 wartet. Beverly Hills. So, okay. Und, Show Cursor. 90, 210. Ich glaube nicht, das sind jetzt der richtige Kohlfahrscheiße. Nein! Good evening, dear comrades. You are on the verge of participating in an experiment that will bring benefits to the soldiers of the Soviet Union. You will receive a gas that has been developed by our scientists that will keep you awake for almost 30 days. Rest assured that the gas is non-lethal and you will not be physically harmed during the course of the experiment. After the completion of this experiment, your freedom will be granted and you will be able to return to your families. The gas will be released now. Ja, auf jede schöne Stimme, die samtig daherkommt, hast du so eine Stimme. Hallo! Willkommen, Soldier! Okay, also wir sind hier wirklich irgendwie so ein Proband eingesperrt mit anderen. Wenigstens haben wir hier ein schönes Brot. Dick geschnitten. Was ist denn das, Alter? Sind das rohe Eier? I'm bored already. And these books are shit. I can't wait for this damn experiment to end. Ist mir doch scheiße, ja. Lass mich doch hier erstmal hier meine Eier angucken. Ah, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Kann ich... Weiß ich nicht. So, was machst du hier, Schönes? Okay, ja. Macht gar nichts. Ah, okay, alles klar. Wir können das Radio einstellen. Schon Cursor. Okay, wir müssen anscheinend irgendwie einen Sender finden. Schön. So, finden wir. Wahrscheinlich müssen wir erstmal irgendwo eine Kombination finden. Vielleicht hier. The Red Sky, Wrong Roads. 27 Stunden, schön. The Thorny Path. Klingt aber auch alles vielsagend. Labs. Henry Cole. Simple Physics. Alles klar. So, okay. Vielleicht im Kühlschrank. Vielleicht finden wir im... Ach, guck mal. Ach, wie schön. Guck mal hier. Ein Tellerwürstchen. Und ein Brötchen. Und jeder weiß doch, dass man Brötchen nicht in den Kühlschrank packt, Mann. Oh, ein bisschen Salami dazu. Was haben wir da unten? Noch ein paar Ostereier? Oh. Okay. VHF 5, LW3 und MW2. VHF 5. Achso,
warte mal, muss ich wahrscheinlich erstmal zählen, ne? 1, 2, 3, 4, 5. Lever 2. Und LW? LW ist 3. Ja, das ist ja ein schöner Podcast. Bestimmt der tolle Podcast von Steven und Bianca. Komm mal zum Punkt. Solltet ihr euch mal geben, ihr Lieben. So, lieber Herr Junge, kannst du mal bitte den Link von Comma Club reinposten? Das wäre total lieb. So, was haben wir hier? Ein Kinderglobus? Eine Globin? Wie sagt denn ihr dazu? Sagt ihr dazu Globus oder Globen? Globen ist ja, glaube ich, einfach bloß die Mehrzahl, ne? Irgendwie. Die Globen. Ja, ist der Globus, was soll's. So. Okay, kann man das auch reden? Ja, ist halt der verrückte Nachbar von ihm an. Man sollte ihm vielleicht mal seinen Rasenmäher wieder geben. Los, Alter, ey. Mann. So, okay. Unknown serial killer hunts the city. Detectives struggle to unveil their dark identity. A wife of brutal and enigmatic murders sends panic through the community. Our once serene and peaceful city has been plunged into a whirlwind of fear and terror. The emergence of an unknown serial killer. In a series of gruesome and sinister events, this remorseless murder has left behind a trail of innocent victims. And detectives are battling to unveil their dark identity and bring justice to this hellish realm of crime. Without a distinct crime pattern and no apparent connection between the victims, authorities face and adversary highlight skill at conveying their tracks. All the murders have been committed with chilling precision and complete lack of empathy, deepening and mystery shrouding this nefarious strings of events. It's an indescribable nightmare, said one traffic local. We don't know who will be the next victim, or what this monster's next move will be. It's like living in a horror movie. Ja, jetzt, kann ich verstehen. Kann ich durchaus verstehen. Ist auch schon... Hey! Mann, ihr gebt ja doch hier den Rasenmäher schon wieder, Mann. So. Schön hier. Schön. Was? Aha. Oh, nee. Okay, das scheint der Killer zu sein. Liegt an seiner bisschen Strumpfmaske erkenne. Oh, Alter. Oh, ja, ist ja gut. Oh, sauer, explizit, ey, mein lieber Herr. Hm. Ah. So. Plötzlich ist es am Dunkeln. So, lauf mal Richtung Licht hier vorne. Hallo? Ah. Okay, wir sind wieder in diesem komischen Raum hier vorne. Spiegel. Okay, wir können die Spiegel drehen. Eine rote Tür. Das wäre besser als nichts, oder? Oder mache ich drehen mal weiter? Eine offene Tür.
okay, lass ihn auf der roten Tür. Also wir sind natürlich, der Raum zeigt nicht diesen Raum, ist klar, sondern einen anderen Raum. Vielleicht den? Okay. Oh, 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 no, 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 no. Nicht doch. Nicht doch, bitte. Der Nachbar ist wieder da, scheiße. Oh, da ist das rote Tür. Kann ich hier... Ist ein Vorhang? Kann er durchlaufen. Ist auch schön. Okay. What's next? Auf einer Tür? Wo soll er jetzt hinzeigen? Schwierig. Okay, der Bild steht auf dem Kopf. Warum? Das auch. Das auch. Ist das der Indikator, wie wir eventuell die... Hey, 257, grüß dich. Ist das der Indikator, wie wir die Spiegel drehen sollen? Ah, okay, alles klar. Hier ist... Genau, hier ist der Raum wieder. Okay, also wir können hier quasi im Kreis laufen. Frage ist jetzt nur... Wer? Okay, also wir sind ja diesem Gas ausgesetzt. Die Frage ist jetzt, ob dieser Killer echt ist. Oder ob jetzt... Was ist das? Eine Kiste. Ist der Killer jetzt echt oder bilden wir uns den bloß ein? Ist das der hier? Nee, der Stuhl ist nicht. Wir haben jetzt irgendwie einen Stuhl gesehen, wo eine Kiste drauf liegt und die war vorher nicht da. Ein Old Chest. Ach, okay, alles klar. Ein Code. Okay, wir brauchen einen dreistelligen Code. Wo können wir den finden? Wurde er uns vielleicht in den Spiegeln angezeigt? Schon krasse Bild, ich verstehe nur nicht, warum es auf dem Kopf steht irgendwie. Also. Oh. 381. Alles klar. Read it, boy. Okay. 381. Na dann, mal schauen, was da drin ist. Ein Schlüssel. Das ist ein ganz besonders schöner Schlüssel. Weiß nur nicht für welche Tür. Dann nimm ihn doch bitte. Mit E. So, haben wir denn jetzt irgendwo eine Tür gesehen? Die hier noch verschlossen ist. So, hier nicht. Vielleicht im Nebenraum. Auch nicht. Okay, für wo ist dieser Schlüssel? Oder müssen wir die Spiegel wieder umkonstellieren, damit eine Tür erscheint? So, der wird es wahrscheinlich nicht sein. Die Tür ist offen, das ist ja quasi die Tür. Nee, auch nicht. Manchmal sind so eine Spiegelrätsel schon echt knifflig, finde ich. Also was heißt manchmal? Die sind immer knifflig. Hatte doch vorhin irgendwo in irgendeinem Spiegel habe ich doch eine Tür gesehen. Da!
Und jetzt vorne der grüne Raum. Und da war jetzt gerade keine Tür. Und jetzt, vielleicht ist jetzt die Tür da. Und vielleicht laufe ich auch den ganz großen Weg. Ja, da ist die Tür. Alles klar. Okay. Dann. Open the door. So eine Taschenlampe würde ich super finden. Sag, wie es ist. Ich würde es super finden. Oh nein, da sitzt jemand. Ich möchte ihn eigentlich nicht beim Schlafen stören. Oder beim Fernseh gucken, der aus ist. A new victim has been found. The count of discovered dead bodies is escalating. The authorities are clueless about the identity of the murderer. At any given moment, there could be more victims. But you knew who the murderer was, right? Why did you decide to hold on to this secret? Was it due to fear or doubt? Your apathy resulted in the deaths of numerous innocent individuals. You could have halted all this with a mere report to the police. You opted to let the murderer walk free, implicating you in his heinous crimes. You chose to be the executioner of those people. But this was just the beginning, wasn't it? Schön. Also wie gesagt, wir sind ja unter Einfluss dieses Gases irgendwie, von daher versuche ich jetzt ja nicht so unbedingt den Sinn dahinter jetzt zu sehen, warum jetzt plötzlich sich die Räume hier so verändern wollen. Ich weiß nicht, wie den Satz jetzt... Hey! Oh! Lululululul. Okay, das war eine ziemlich fiese Falltür. Hallo? Das ist so... so muss man sich das wahrscheinlich vorstellen. Das ist immer das, was meine Nachbarn hören, wenn ich hier montags immer streame, hier die Horrorspiele. Ich mich irgendwie erschrecke. Und die denken so... Oh Gott, was ist da oben nur los? Was muss dieser arme Kerl da durchmachen? Ah, oh, ich könnte wetten, ey. Das ist ein Beispiel. Ah, oh, das ist ein Experiment. Ah, verdammt, okay, das war die Demo. Hey Leute, wenn es euch gefallen hat, irgendwie schreibt es mal unten in die Kommentare. Das Vorgehen ist draußen. Wenn ihr es auf dem Kanal sehen wollt, lasst es uns wissen. Lasst ein Like für das Video da und wir sehen uns dann zur nächsten Übernachtungsparty wieder. Bis dahin! Ciao, ciao!